Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier auf dem Optionsstrategien-Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und heute besprechen wir eine Strategie, die wir, glaube ich, an der Stelle noch nie so richtig vorgestellt haben, die sich aber gerade jetzt in der aktuellen Phase anbietet, nämlich einen sogenannten Covered Put. Das heißt also, ja, was heißt es also? Das und alles mehr gibt es jetzt hier in diesem Video. Also die Märkte sind ja gerade momentan etwas im Rückwärtsgang, das heißt, es geht gerade nach unten und das ist natürlich eine Zeit, wo die Volatilitäten ansteigen, wo aber auch der ein oder andere Trade oder die ein oder andere Strategie nicht mehr so richtig gerade reinpasst in die Zeit. Also wer jetzt Short Puts auf Aktien verkauft, das ist ja vielleicht nicht das Richtige. Aber genau darüber reden wir heute, nämlich über einen Short Put und zwar einen sogenannten Covered Put. Und wie es vielleicht der ein oder andere schon vermutet, ein Covered Put ist quasi ein Covered Call umgedreht. So, erklären wir nochmal ganz kurz, was ist ein Covered Call? Da wird also eine Aktie gekauft und darüber wird dann ein Call geschrieben. Und weil man die Aktie, also das Underlying, besitzt, ist quasi das Risiko aus dem verkauften Call nicht mehr vorhanden und deswegen nennt man es eben einen Covered Call. So, was kann das Ganze jetzt mit einem Put sein? Natürlich genau das Gegenteil, nämlich man verkauft eine Aktie, das heißt man geht short in einer Aktie und schreibt danach oder beziehungsweise zur gleichen Zeit einen Put darunter. So, wann macht sowas überhaupt Sinn und was sind so die Szenarien, die man damit umsetzen kann? Ich habe euch hier zwei Punkte hingeschrieben und zwar, die es hierbei zu beachten gilt, natürlich Nummer 1, die Marktphase. Ich blende euch an der Stelle mal einen Chart hier ein und da seht ihr, das ist der S&P 500 in den Jahren 2007 bis 2009 und ihr wisst, das war die große Finanzkrise, die Aktienmärkte, der S&P 50% gefallen, viele, viele Aktien natürlich im Strudel dieser Finanzkrise mitgefallen. Und das ist also das Erste, was wir für diese Strategie brauchen. Wir brauchen einen fallenden Gesamtmarkt. Ne? Ihr kennt alle den Spruch, die Flut hebt alle Boote. Bei Ebbe geht es aber auch mit allen wieder bergab. Also das heißt, die Mehrzahl der Aktien verhält sich ja so wie der Gesamtmarkt. Und deswegen machen wir es gar nicht so kompliziert. Wenn auch beispielsweise in einem Wochenchart der S&P unter seinen, sagen wir, 21er Moving Average gefallen ist, dann ist das eine gute Zeit, um solche Strategien wie eben jetzt hier diesen Covered Put umzusetzen. So, das Zweite, und das ist ganz, ganz wichtig, wir müssen jetzt umdenken, bei den normalen Short Puts suchen wir immer besonders starke Aktien heraus, Aktien, die vielleicht stärker als der Markt sind. Jetzt hier bei den Covered Puts suchen wir Aktien, die mindestens so schwach sind wie der Markt, besser noch schwächer. Ihr kennt das alle, ne? Kaufe Stärke, verkaufe Schwäche. Also das heißt, wir suchen hier Aktien, die Einzelaktie sollte schwächer sein als der Markt. So, was machen wir jetzt? Wir gehen short in der Aktie. Das heißt, wir machen einen sogenannten Leerverkauf. Das ist ja über ein Margin-Konto relativ simpel umsetzbar. Und dann, wenn die Aktie so ein bisschen anfängt zu fällen oder auch, wenn ihr wollt, gleichzeitig verkaufen wir einen Put darunter. Und jetzt überlegen wir uns mal als allererstes, was kann denn da überhaupt passieren? Es gibt ja, also wenn ihr euch das so vorstellt, ne, ihr habt hier die Aktie, die fällt und jetzt schreibt ihr hier einfach einen Short Put, leicht aus dem Geld oder am Geld, wie ihr das wollt. Und was kann denn jetzt theoretisch mit dem Ganzen passieren? Und zwar, es gibt ja drei mögliche Szenarien. Nummer eins, die Aktie steigt, okay, dann wird dieser Put hier wertlos verfallen. Die Aktie geht seitwärts, dann wird der Put ebenfalls wertlos verfallen oder die Aktie fällt eben nach unten, dann wird der Put zwar auch wertlos verfallen, ne? Der ist dann auch nichts mehr da, obwohl er im Geld ist, aber ihr bekommt natürlich eure geschorteten Aktien, die ihr hier verkauft habt, dann hier müsst ihr sie quasi kaufen, seid aber damit flat und habt damit auch kein Risiko aus dem Put heraus. Und das zeigt wieder, das Risiko liegt genau wie beim Covered Call diesmal in der Aktie, weil während in diesen beiden Szenarien, kein Risiko von der Aktie ausgeht. Wenn die seitwärts geht und du bist short, naja, ein bisschen Finanzierungskosten, das ist aber sehr gering. Und wenn sie fällt, dann hast du dein Ziel erreicht. Wenn sie allerdings steigt, dann hast du natürlich ein Risiko. So, und jetzt kommt aber der große Benefit, den diese Strategie gegenüber zum Beispiel einem Covered Call hat. Und zwar, was passiert denn, wenn die Märkte fallen mit der Volatilität? Und die Volatilität geht natürlich nach oben.
Ihr wisst, dass es im Aktienmarkt prinzipiell so ist, dass Put-Optionen teurer sind als Call-Optionen, weil das Absicherungsrisiko ja immer auf der Unterseite liegt. Wer hat schon Angst vor steigenden Kursen? Nicht so viele, aber wer hat Angst vor fallenden Kursen? Fast alle. Und deswegen sind Puts immer teurer als Call-Optionen. Und deswegen werdet ihr für so einen Short-Put hier deutlich mehr Prämie bekommen als bei der quasi umgekehrten Strategie bei den Covered Calls. Und jetzt gibt es noch einen entscheidenden Vorteil. Wenn ihr euch mal Folgendes anschaut, wir machen hier mal das andere Szenario. Hier hätten wir einen Short Call und überlegen wir uns mal, wenn jeweils das Schlechtere eintritt. Ne? Also wenn hier geht die Aktie nach oben und hier geht die Aktie nach unten. Dann passiert in dem Fall Folgendes. Die Aktie geht nach oben, gleichzeitig sinkt aber die Volatilität. Und damit fällt hier auch der Wert dieses Puts. Das heißt also, ihr erzielt vielleicht nicht 100% den Ausgleich zu dem hier, aber ihr erzielt zumindest wahrscheinlich einen Gewinn durch den Verkauf der Puts. Das heißt, wenn ihr mal eine Idee habt, die sich nicht so gut umsetzen lässt oder weil einfach der Kurs eben dann doch nicht so fällt, dann ist das hier eine, habt ihr zumindest so einen Benefit aus der zurückgehenden Volatilität. Schauen wir uns dagegen beim Covered Call an. Du hast eine Aktie, die fällt, das ist Risiko Nummer 1 und jetzt, indem sie fällt, steigt auch noch die Volatilität an und das führt oftmals dazu, dass die Call-Optionen nur sehr, sehr langsam an Wert verlieren und man deswegen den Verlust, den man in der Aktie hat, selten nur aus den quasi Zeitwertverlusten und Prämienrückgängen der Calls aufholen kann. Und deswegen ist so eine Covered Put-Position, gerade für Händler, die ein bisschen aktiver sind, die eben auch mal eine Aktie short gehen können und wollen, eine sehr, sehr schöne zusätzliche Prämieneinnahme, wo man also so ein bisschen was obendrauf setzt. Ne? Klar, wenn natürlich die Aktien wie jetzt im Jahr 2008 beispielsweise 50% einbrechen, verschenkst du natürlich auch hier Potenzial auf der Unterseite. Jetzt dürfen wir bloß nicht annehmen, dass Märkte immer gleich 50% einbrechen. Im Januar diesen Jahres haben wir gesehen, also Januar 2016, sind die Märkte roundabout 15% eingebrochen. Im August 2015, relativ kurze Zeit, auch nur so 10-15%. Das heißt, also, das müssen schnelle Trades sein, du wirst du auch nicht so oft haben, aber die Märkte fallen eben in der Regel auch keine 50%. Und das ist auf jeden Fall eine Strategie für aktive Händler, die eben auch in so einer Zeit wie jetzt, wo man vielleicht die Befürchtung haben muss, dass die Märkte runtergehen, sich so ein paar Zusatzeinnahmen holen kann. Und vor allen Dingen, wenn man sich da verschützen will, dann sagt, was ist denn, wenn die Vola wieder zurückgeht, das heißt, wenn die Märkte wieder steigen, dann hast du das Short, dann hast du das Problem mit der Short-Position, das hättest du aber auch ohne die Option. Mit der Option kannst du aber in sehr, sehr hohe Volatilität hinein, in sehr, sehr hohe Prämien hinein verkaufen und kannst damit sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Das wird jetzt sicherlich keine Standardstrategie werden, wo man sagt, das mache ich jetzt permanent. Dazu sind die Gelegenheiten viel zu selten, aber gerade in einer Zeit, wo die Märkte mal fallen, ist das eine schöne Gelegenheit, eben hier an den Märkten was zu machen. So, das war also ein kleiner Trick in die Werkzeugkiste für fallende Märkte. Und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas schon gemacht habt. Wie sucht ihr die Aktien aus? Wollt ihr wissen, wie man Aktien raussucht, die eher auf Short sind? Wir nutzen ja Dow zum Beispiel auch bei den Short Puts. Wollen wir sowas mal machen, auch bei den Covered Puts? Falls ja, schreibt mir das hier unten in die Kommentare und dann hören wir uns wieder. Ihr habt gelesen, ich soll nicht immer den Zeigefinger hochheben, das wäre belehrend. Also deswegen mache ich jetzt wahrscheinlich immer so irgendwie. Ne? Also deswegen nur hier unten und wir sehen uns wieder im nächsten Video. An dieser Stelle euch alles Gute, viel Erfolg. Denkt daran, auch wenn die Zeiten gerade vielleicht etwas volatiler werden, das ist das, was wir als Optionsverkäufer suchen. Die Vola geht nach oben und das bringt die guten Gelegenheiten für die nächsten Wochen und Monate. Freuen wir uns also über ansteigende Volatilität. Wir halten euch hier auf dem Laufenden mit Ideen, mit Umsetzungen, das und mehr demnächst hier wieder auf dem Kanal. In diesem Sinne euch alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.